Hip-Hop-Hurra, es ist Dota-Zeit. Eben Dark Souls 3, den DLC, durchgespielt. Hatte ich ja zwei Abende für eingeplant. Im Vorfeld, da wusste ich ja nicht, wie lang der ist. Und jetzt sind wir damit durch. Durch. Und jetzt können wir Dota spielen. Morgen gibt es ja wieder andere Spiele. Dota bietet sich immer so an, wenn man Zeit übrig hat. Und Dota ist eh immer super. Nun gut. Jetzt, was pickt man jetzt? Meine andere Frage. Was haben wir denn? Nightstalker, Patch. AA. Ich würde von einem Offlane Nightstalker ausgehen. Roaming Patch. AA. Wir haben einen Alchemist. Ich hätte über einen Pack nachgedacht. Obwohl die alle recht tanky sind. Und auch gegen Nightstalker ist es auch nicht ganz so geil. Oh. War was Ungewöhnliches wie eine Rasore? Razor vielleicht mal. Oder irgendwas, was noch ein bisschen besser kiten kann. Unrave Kingarino. Was gäbe es denn noch Geiles in der Mitte? Timber, Sand King. Sehr hilfreich, sorry. Was hatte ich eben überhaupt gesagt? Razor hatte ich gesagt, ne? Ödi. Der gute Ödi. Was macht der denn da? Jetzt haben wir noch einen Ödi, der ist in der Mitte, glaube ich. Das mag ich jetzt überhaupt nicht. Was machst du denn dagegen? Ja. Ein Windranger, weiß ich nicht, ob es ein Windranger so toll ist. Ich finde den Razor gar nicht so verkehrt, wenn ich das mal so sagen kann. Ich glaube, ich spiele den Razor. Mal was Neues, habe ich auch lange nicht gespielt. Kann man ruhig mal machen. Finde ich jetzt ganz okay. So, dann ab in die Mitte mit dem Razor. Und ja, mit dem Razor. Ich will schon ein paar Tengus haben. Das wäre schon ganz nett, wenn ich jetzt welche bekommen könnte. Can I have some Tengus, please? Das wäre auch ganz schön nett. Danke, geht doch. Und so ein Ring auf Agila. Der Ring auf Agila. Und die Böttel. Das wird richtig schön, wird dies. So, Schnauze hier. Ich hätte irgendeine Razor-Quest nehmen können. Wäre natürlich nicht verkehrt gewesen, wenn ich schon mal Razor spiele. Zu doof. Bin damit beschäftigt, blöd rumzureden. Man kann nicht alles machen. Entweder blöd rumreden oder die richtigen Quests auswählen. All das geht nicht. Ich muss mich zwischendurch, es wird immer wieder welche passen, für die ganzen neuen Subs bedanken. Maximus, der eben schon das gemacht hat, John Rob. Für die anderen davor habe ich mich schon bedankt, muss nicht mehr was machen. Und unser guter GigiFZZ. So lange schon dabei. Bei Twitch. Bestimmt jetzt, also über ein Jahr schon. Nicht auch länger. Und jetzt das Abo. Vielen Dank. Für die neuen Abonnenten, die es noch nicht so kennen. Ich habe ja verschiedene Sub-Symbole. Das seht ihr dann. Das allgemeine ist das der Lemming. Bei Lemming aus dem Spiel. Lemminge sind halt süß. Und Lemmings sind toll. Und Lemmings ist ein tolles Spiel. Und Lemming, weil es mit LE anfängt, ist natürlich irgendwie naheliegend. Und wenn man anfängt, ganz neu ist als Abonnent, kriegt man den Lemming mit dem roten Shirt. Ab 3 Monaten kriegt man den Lemming mit dem blauen Shirt. Mit dem blauen Hemdchen. Wie sie halt im Spiel aussehen. Und dann bekommt man nach 6, 12 und 24 Monaten kriegt man dann immer noch schönere Lemming. Dann als erstes kriegt man eine Medaille um den Hals, dann kriegt man einen Pokal in die Hand und dann eine Krone auf den Kopf. Will das jetzt nehmen? Hätte ich nicht ganz verstanden, weil ich erst weggegangen bin. Okay. Will er denn doch? War ich jetzt gar nicht ganz sicher, weil er zwischendurch sich bewegt hat. Nightstalker. Und der Ei getestet gerade. Der hat zwar hier im Chat den Lemming mit Pokal in der Hand, ne?
guess we fuck this guy. He's in salvo already. So, ruhig ein bisschen da mit Static Link den Damage klauen. So, so viel Damage, also viel Last hat jetzt noch nicht der Kollege. Unstable Current ist gegen ihn auch gar nicht schlecht. Touch und das Imprisonment ist natürlich auch mal eine gefährliche Kombo. Ein bisschen drauf achten. So, Static Link Level 2 nehme ich. Mehr will ich dann nicht leveln. Finde ich aber schon mal ganz gut. Also ein bisschen Auge drauf haben, wo der Touch ist. Oben ist der AA. So, 42 Damage geklaut. Da passiert ja nicht mehr allzu viel. Damage-mäßig. Okay. Ich muss mich ein bisschen an die Tech-Animation gewöhnen. Tatsächlich, ich habe den so lange nicht gespielt. Die ist also relativ gut. Ich will nicht sagen, dass die schlecht ist. Aber man muss tatsächlich einfach wieder ein Gefühl dafür bekommen, wie sie eben genau ist. Shocking, ja, geht so shocking. Und jetzt mal ruhig ein Plasma-Field mitnehmen. Damage eingesagt. Muss halt so last hitten. Nothing for you. Nothing for you, das ist der Plan. So. Mit. Namen mit. Das habe ich auch noch gerade gesehen. Ich gehe mal unten zur Rune. Der Patch war da auf dem Weg. Als nächstes will ich natürlich Boots haben. Kann ich jetzt haben? Ah, never mind. Ich dachte, dass der OD aus der Mitte hier rüberkommt. Tut er gar nicht. Klonk. Jetzt muss ich auf die erste Nacht, auf die Rotations achten. Touch ist wieder hochgegangen, okay. Gut zu wissen. Ah, ah. Hätte ich natürlich schon ein bisschen früher denyen können. Der Patch kommt zur Mitte. Recht aufmerksam immer. Die Mitteilungen. Patch is around here. Da haben wir eben gesehen. Patch is here. Get me out. So.
Sauber. Da hatte ich halt mal ordentlich Damage geklaut. Sehr schön. So, jetzt habe ich Boots. Das macht alles noch ein bisschen einfacher. On the way bottom. Yep. Okay, in dem Spiel mache ich mir mal die Portraits. Nightstalker and Touch missing, careful. Ah, der Bottom. Kurz oben vorbeischauen. Ich habe jetzt keine Rune. Am Start. Please, Courier. We need the box, man. Okay. Pass Thomas, boys. Pass Thomas. Сейчас бы к уровню привести, а, ребят? Вот эти вот ворды копеечные, они в жопу никому не нужны. Ауч! Nightstalker noch ein bisschen zu viel. Da war der Nightstalker ein bisschen zu viel. Schade. AA bekommen, aber das ist ja natürlich nicht der perfekte Trade für uns zwei. Ja, immerhin. Sehr gut. Jetzt habe ich immer noch den blöden Sentry Ward. So blöd ist er jetzt nicht, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. Okay, da ist der Nightstalker. Bisschen aufpasse. Mache erstmal die Threads fertig, dann mache ich Ring of Aquila fertig. Sehr schnell den Sven gekillt. Patch ist hier. So. Okay. Das Maximus Plasma Field. Bisschen vorsichtig in der Mitte, weil ich halt nicht weiß, wo der dumme Patch rumhängt. So, bringe ich mir das mal. Okay. Jemand draußen interessant ausgeparkt, oder was war das? Sind sehr defensiv gerade. Gut, ist auch Nacht vorbei. Nightstalker hat jetzt nicht die stärkste Phase. Der Name ja schon verrät. Zu geschickt ist, oben zur Rune zu gehen. Wir werden es rausfinden. Jetzt davon. Need some help, maybe top. Stay corner me. Alright, thank you. Nicht, dass der Sven von der anderen Seite kommt und mir den Weg abschneidet. I still have that sentry. Should I drop it in the fountain line or want me to place it somewhere? Didn't really need it so far.
er mir sagt, wo der hin soll. Vielleicht. Ich packe ihn mal hier hin. There's a sentry in a fountain. Just use it as you see fit. Na, sehr schön, der Heizsauger kommt auch nicht so richtig weiter. Liegen 7-4 vorne, wo wir einen Alchemist im Jungle haben, der also zu kämpfen nicht wirklich was beiträgt, außer dass er halt versucht, sein Zeug zu farmen. Okay, da hängt der Patsch rum. Indeed, So nicht, mein lieber Herr. Very big, very big. Yeah, maybe we can take it next daytime. What about me? Yes. So. You can sorry, stay man, solo. I've got music on. I can't hear you. I've got music. Sorry. Night Stalker's here. Easy for us. I come top in this. Also, Night Stalker is around here. We can't kill. Believe me, we can't kill because I need stuff. I need control. Wait. But it's not. It's wait. Ah. No TP. Sorry, it's so hard for me. Wait, wait, wait. Lion, please come. Lion, please. Drop tower under siege. Okay. Well done. Sehr schön. Lowest five. Lowest five farm stacks. She can. Yep, take the no. stack. I protect you. Yes, I protect the stack. So. Need a kill core. Ah. No. Oh well, fuck it, let's just take this. It doesn't matter. It's just a normal stack. Autsch. Da kann man nicht viel machen. Zack, Level 3 noch. So, jetzt überlegen wir mal, was wir jetzt nächstes machen. Können wir sehr guten Sanj und Yasha vorstellen in dem Spiel. So. Den Sentry aufgehoben hat er. Bait. Bait him, we are on our way.
No, my friend. You leave. And oh. I'll just get mad. So. Maybe go kill. Release the Patch is coming, careful. Sind alle an der Stelle. So, mein Yasha macht mir noch ein bisschen fixer. Geh mal nach unten. Kann ein bisschen farmen. Ganz witzig, wieder mal Razor zu spielen. Das ist dann merkst du aber total aus der Übung. Ja, das ist kein wirklich schwerer Held, aber. Das ist schon immer ein bisschen Übung einfach. So. Okay. Ich hätte ganz gern mal den Kurier. Mein Yasha schon eine ganze Weile drin. Autsch. Tja, Unstable Current jetzt mal. Das wollte ich auch gar nicht auf Level 4 bringen eigentlich. Unstable Current mal hochleveln, was sehr praktisch ist, wenn sie so ein Dive machen. Ja. Guys, can you help bottom? Oh, sauber. Schneller, ich will mitmachen. Well done. Ja, you should run. Das stimmt. So, wir müssen ein bisschen was wegnehmen hier. So, bin auf einem guten Weg zu meinem Sanj und Yasha. Klonk. Maybe go and smoke. Was weg? Unten hängt der Nightstalker rum. Wir sind in einer ganz guten Position jetzt. 18-10. Sie haben ein ganz gutes Comeback-Potenzial durchaus mit ihren Helden. Ganz nette Kombos, aber. Let's go. Go, go, go. Jetzt push the tower. Aber andererseits ist halt Razor ein sehr guter Anti-Carry durch eben Static Link. Können wir unseren Tower da oben in Ruhe lassen. Come. He has no damage anyways now. Well done, guys. Sauber. Schnelle Reaktion vom Team. Gutes Teamplay hier auch noch. Du wirst bescheuert. Sehr schön. Können wir uns oben den Tier 2 holen. Easy. Easy game. We win. Zapped.
Da hat auch mir eben Unstable Current ganz gut geholfen. Wenn er mich halt stunt, wird er selber erstmal verlangsamt. Bis zu 2 Sekunden. Und das ist schon ganz ordentlich. Und wie viel wird er verlangsamt? Ich verstehe ja gar nicht, wie viel er verlangsamt wird. Okay, verteidigen sie jetzt gerade gar nicht. They are not defending. Just take the tower. Enemy's top tower destroyed. We can go rush and end this game. Yeah, yeah, I think we should just go rush. They need the cool. War. Lass ihn einmal stehen. Sein scheiß Camp. Ah, der Kurier geht schon zurück. Night Stalker hier. Go, go, go. Ah, okay, too fast. Dire structures are. I guess we just go rush, there's no way helping. Let's go rush. Really fast. Just get the run. Stay around. So. Gucken. Let me take it. I'll just try to static link then. Mal schon reinrennen. Static link machen. Let's go for the bot. Towers and racks. Oh, der Text geht noch vernünftig. Shivas wäre sonst noch relativ gut. Oder ein Agonim zum Pushen halt. Okay. Beware AA Ulti. Can we go? Can we just go? So, den Tau mal wegnehmen. Kurier mal zurück. Reuse the Courier. Jetzt habe ich meine Region Rune noch mal schön nutzen können. So. Bin mal kein Fan davon, so tief zu diven. Das kann natürlich klappen und man kriegt ganz viele tolle Kills und alles ist super. Aber ich bin eher ein Fan davon, Objectives zu holen. Das ist mir mal lieber. Jetzt muss er in die Mitte angreifen. Lass ihn mal ein bisschen tanken. Damage geklaut, aber ganz ohne Unterstützung. Das ist doch ein bisschen scheiße. So, also mein Agonim ist gleich fertig. Thank you. Das ist zum Pushen halt sehr super, weil man auch Gebäude angreift dann mit dem Ulti. Okay, I just go back to base. I buy my Aghanims and then we push mid. Still have Aegis. Bisschen Gas. Rezore.
Контрол нужен. Спасибо, тренер. Разберусь, блядь, без тебя, нахуй. Das hilft mir leider nicht viel auf, weiß ich nicht, Russisch. Dann gehen wir zur Mitte halt. Let's use the Aegis. I just go in and push with my ulti. Na, just use it. My Aegis is running out. I just tanked the tower with it. I use my ulti. Wir wissen noch nicht so richtig, was sie machen sollen jetzt gerade. Der Ulti. Das hat ja keinen Damage mehr. So, Objectives. Jetzt läuft das Aegis aus. So, Sven kommt wieder ohne Ulti. Bringt ihn auch nicht viel. Sehr schön. Ja, nice. Razor Pick ganz gut funktioniert, aber es lief auch wirklich für die anderen auch gut. Können wir hier bis nach dem Tower noch gehen. Der stirbt dann immer recht fix mit dem Ulti. Kann man den Refresher-Zeug noch bauen, um noch schneller zu pushen. Aber so ist es jetzt auch ganz fein. Sieht immer putzig aus. Von oben erkennen wir jetzt nicht so große Unterschiede in der von Sets vom Razer. Das ist schon das neue Set. Sieht ganz gut aus. Ja, nettes Spiel einfach. Man andere hätte ich nicht so häufig spiele, aber hat ganz gut gepasst. Netter Start in den Stream, nachdem wir vorhin Dark Souls 3 gespielt haben. Mit einem Razer, ach okay. Alchemist und Lion waren zusammen. Na gut, es hat geklappt, dadurch, dass sie keinen Druck aufgebaut haben, konnten wir relativ ruhig spielen. Der Patch hatte nicht so viel Einfluss. Patch ist halt immer so ein bisschen die, ja, die Variable. Das kann halt dann sehr schwierig für uns werden oder halt auch so recht ruhig. In diesem Fall war es recht ruhig, da konnte der Alchemist im Jungle farmen. Der Wraith King hat ebenfalls gut gespielt und dann hat das easy gewonnen.